Joe Biden wird der 46. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Das berichten Medien einstimmig unter Berufung auf die Ergebnisse aus den letzten Wahlbüros. Die kalifornische Senatorin und Juristin Kamala Harris wird damit die erste weibliche Vizepräsidentin in der US-Geschichte. In einem sehr engen Rennen um die letzten Staaten konnte sich Joe Biden in Michigan und Wisconsin durchsetzen. Für den Sieg benötigte er nur noch einen entscheidenden Bundesstaat. Am Ende entschied sich die Wahl im Bundesstaat Pennsylvania. Hier holte Biden 20 weitere Wahlmänner und damit die Mehrheit aller Stimmen. Nach Verkündung des Ergebnisses versammelten sich im ganzen Land Anhänger der Demokraten und feierten den Wahlausgang. Präsident Trump erklärte, dass er das Ergebnis der Wahl nicht anerkennen werde. Für die kommende Woche kündigte er weitere Klagen seiner Anwälte gegen die letzten Auszählungen an. Joe Biden und Kamala Harris richteten sich in ihrer Siegesansprache hingegen persönlich an alle Amerikaner. It's time to put away the harsh rhetoric, lower the temperature, see each other again, listen to each other again. And to make progress, we have to stop treating our opponents as our enemies. They are not our enemies, they are Americans. Aufgrund einer sehr hohen Wahlbeteiligung und der Corona-bedingten Zunahme von Briefwahlen verzögerte sich die Auszählung in vielen Staaten. Präsident Trump behauptete bereits kurz nach Schließen der Wahlbüros auf Twitter, die Demokraten würden die Wahl stehlen und verlangte den Stopp der Auszählungen. Auf einer anschließenden Pressekonferenz im Weißen Haus erklärte er sich zum Sieger und kündigte Klagen gegen die Auszählung weiterer Stimmen an. Die Äußerungen Trumps führten zu landesweiten Protesten von Anhängern beider Lager. Hier verlangten Trump-Wähler den Stopp der Auszählung in Michigan. Wie hier in New York demonstrierten aber auch viele Menschen für die Auszählung aller Stimmen in den Wahlbüros. Im Jahr 2016 lag die Wahlbeteiligung in den USA bei 139 Millionen Stimmen. In diesem Jahr wird mit deutlich mehr Wählern gerechnet. Joe Biden hat bei dieser Wahl den Rekord seines demokratischen Vorgängers Barack Obama gebrochen. Er holte mehr als 74 Millionen absolute Stimmen. Das Ergebnis der Wahl ist deutlich. Dennoch ist es möglich, dass sich an die Auszählung der Stimmen in den letzten Bundesstaaten weitere Verfahren anschließen. Die Herausforderungen, die auf Joe Biden zukommen werden, sind enorm. Er muss ein politisch gespaltenes Land ein- und Mehrheiten für seine Reformen finden. Wegweisend wird hierfür nun vermutlich der Kampf zwischen Demokraten und Republikanern um die Mehrheit im Senat. Zwei Stichwahlen in Georgia Anfang Januar werden erst die Entscheidung bringen, welche Partei zukünftig die zweite Kammer des Kongresses dominiert.